Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Cuphead. So, in diesem Part wollen wir uns dem Geisterexpress auf Experte widmen. Ich bin gespannt, wie lange ich brauchen werde, um den zu erledigen. Ah, die beiden Bosse von der Tintenfasshölle, die haben uns ja ordentlich eingeheizt. Okay, seine Augen sind zumindest nicht allzu viel schneller geworden. Das ist gut. Au. Yes. Okay. Wow. Yes! Schwein gehabt. Haha! Ah, Mist. Da hätte ich den Stein eigentlich durchfallen lassen können. Oh, oh. Das war blöd. Ah, schade. Aber guckt euch das an. Wir sind schon zur Hälfte durch gewesen. Beim First Try. Das ist doch schon mal ein Anfang. Wow, 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 wow. Das war jetzt unklug. Okay, können wir direkt nochmal versuchen. Hauala. Alter, das eine Auge hat er jetzt aber richtig krass auf mich drauf geballert. Mist. Uff. Eieieiei. Das war jetzt schon mal nicht ganz so gut. Schön vorsichtig. Nein! Ah, ich wollte eigentlich nur... Egal, wisst ihr was? Wir machen es jetzt auf Nummer sicher. Wir haben ja keinen Zeitstress, deshalb ist es doch an sich vollkommen... Wow, egal. Okay. Wir machen es folgendermaßen. Ich mache so lange die normale Waffe, bis mir ein Auge zu nahe kommt. Wow. Sau. Ach, das darf nicht wahr sein. Haha, okay. So. Nein! Oh, ich wollte eigentlich die Waffe wechseln. Ach, doof. Warum bin ich jetzt gesprungen? Ich weiß es selbst nicht. Wow. Das war ja jetzt maximal schlecht. Nun ja. Aber ich denke mal... Wie gesagt, da wir ja jetzt gar keinen Zeitstress uns machen müssen... Ah, das war jetzt schlecht. Vom Movement her. Ja, vergiss es. Da wir gar keinen Zeitstress haben, jetzt können wir eigentlich auf Nummer sicher spielen und das auf diese Art und Weise regeln. Nein, ja, 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 ja. Oh, dieses letzte Drecksauge. Yes! Oh! 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 So. Oh, oh. Oh. Yes. Oh nein. Wow. What? Wie habe ich das denn jetzt hingekriegt? Das darf nicht wahr sein. What? Das Skelett hat mir doch sonst nicht so große Probleme bereitet. Nein! Ich muss doch immer ein bisschen nach links laufen.
bevor ich den Barren da pariere. So. Genau so muss es sein. Schon besser. Schon viel besser. Oh, okay. Aha! Nein, nein! Oh, das darf nicht wahr sein. Du Sau. Ah. So, jetzt kommen die beiden Lollipops. Okay. Nein! Oh, diese Drecksviecher kommen jetzt auch in der letzten Phase? Okay, das ist wohl der Expertenmodus, was? Verdammt, dann brauche ich doch eine andere Waffe. Dann reicht mir leider die normale Waffe nicht mehr aus. Ich brauche den Verfolger. Oder ja, Homing Missile, wie man es auch nennen möchte. So, auf diese Art und Weise dauert es ein bisschen länger vielleicht. Aber ist mir egal. Das darf nicht wahr sein. Wow. Uff. Wie viel habe ich ihm abgezogen? Kaum was. Autsch. Oh je. Und ohne Kartätsche hier durchzukommen, könnte lange dauern. Tja. Das ist jetzt die Frage. Weil für die letzte Phase brauche ich auf jeden Fall Homing Missiles. So viel steht fest. Uff. Schade, dass ich nicht drei Waffen ausrüsten kann. Dann versuche ich es tatsächlich einmal ohne Kartätsche. Ich könnte es bereuen, aber vielleicht macht es das Ganze doch besser. Vielleicht wird es dann doch nicht so schlimm, wie ich es jetzt vermute. Ja, richtig. Wie all seine Augen durchgekommen sind auf einmal. Ugh. Nein. Egal. Ach, du Drecksau. Dreckskürbis da oben. Wow. Aber guck mal, wir hatten ihn fast down, obwohl wir die Kartätsche nicht hatten. Also so schlimm sind Phase 2 und 3 ohne die Kartätsche wahrscheinlich doch nicht. Sein. Nein! Das war schlecht! Wow! Beides pariert, aber trotzdem noch Schaden kassiert.
Da hätte ich mir jetzt eigentlich so eine Art Immunität gewünscht, ehrlich gesagt. Zwei Paraden direkt hintereinander, nachdem die erste automatisch war. Verdammt. Nice. Yes. Da, dieser dumme. Egal. Komm schon, yes. Oh oh. Ah! Ach, das darf nicht wahr sein. Wow! So ein Dreck! Oh, ich glaube, in der Phase werde ich den Verfolger nehmen müssen. Anders geht das wohl nicht. Oh, da ist mein Ziel leider zu ungenau. Wow. Ganz toll. Und ich konnte es noch nicht mal parieren. Den Mist. So. Ah, Leute, Leute, Leute! Oh. Was? Oh, komm jetzt! Ja, geil. Nice. So. Was? Oh, diese Dreckskugel. Oh, diese pinke Kugel hat den Wagen wieder bewegt. Ich habe die gar nicht gesehen. Dreck. Oh, aber damit funktioniert es deutlich besser, wie ihr seht. Damit kriegen wir den Geisterzug noch. Oder Geisterexpress, sorry. Ja, genau. Oh. Yes! Sehr gut. Ach komm jetzt. Okay. Yes!
Yes! Sehr gut. Oh. Schön volle Kanne drauf. Ah, dummer Geist! Warum ist meine Waffe jetzt nicht auf den Geist angesprungen? Was sollte denn der Mist auf einmal? Sonst wird der Geist immer anvisiert, aber nö, diesmal nicht. Uffa. Wow, 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 wow. Das war jetzt krass. Das war ein Paradenparadies. Jawohl. Yes! Okay, Mitte passt. So. Sehr gut. Das darf nicht wahr sein. Wie das Drecksteil jetzt schon wieder nicht den Geist anvisiert hat. Ach. Yes. Schwein gehabt. So. Genau. Nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Komm schon. Yes! Yes! Geister Express auf Experte liegt. Er liegt. Oh, tut das gut. Ha, tut tatsächlich richtig gut, mal auf Sicherheit zu spielen. Yay! Eine 2 plus. Ja, nehme ich auch mit. Meinetwegen. Huh. Sehr schön. Der liegt auf Experte. Wunderbar. Ja, da seht ihr es. Geisterexpress, da kommt dann ein kleines Sternchen. Anstatt einem Häkchen. Herrlich. Ah, tut das gut. Wunderbar. Okay, Rauchbombe. Auf jeden Fall als Superkunst. Hm. Bleibe ich erstmal bei Unverwundbarkeit. Und ich nehme die Kartätsche noch mit. Und versuche auf diese Art und Weise jetzt diesen Boss hier noch zu machen. Doris Diva. Auf Experte. Wenn wir sie auf Experte geschafft haben, werde ich bei der Doris Diva noch einmal versuchen, den Bosskampf mit der geheimen Phase zu schaffen. Mal gucken, ob ich das hinkriegen werde. Aber erstmal Experte. Erstmal Experte. Ich will den schweren Part quasi bereits erledigt wissen. Au. Ah! Oh Gott! Ich dachte, die würde woanders auftauchen. Okay. Das war kurz vor der zweiten Phase. Nun gut. Ah.
Ah! Ich wollte gerade Kreis drücken, um auszuweichen. Hat nicht mehr funktioniert. Was? Okay, genau. Hi. Ja. Yikes. Yikes. Oh, da kam ich gar nicht mehr raus. Konnte ich vergessen. Dreck. Puh. Wow, da habe ich die Parade ja mal komplett vermasselt. Wow, schon wieder die Parade vermasselt. Das darf doch nicht wahr sein. Oh. So, für die Paraden ruhig Blut. Wow, ja super. Da, nix da. Glaubst du, nur weil ich pariere, habe ich vergessen, dass du kommst? Wow. Warum kriege ich ihre Paraden nicht mehr so gut hin? Die haben doch sonst nie so ein großes Problem bereitet. So. Oh Mann. Ich hätte gerne mal mehr als einen HP während ihrer zweiten Phase. Das ist nämlich die schwierigste für mich. Ja. Ah, verdammt. A brawl is surely brewing. And begin. So. Okay, einmal schadenlos durchgekommen. Sehr schön. Und jetzt volle Pulle, Pulle. Ah. Och Mann, Leute. Nein. Oh. Ah. Nein! Okay. Direkt diese ganzen dämlichen Wägen auslösen. Okay. Nein! Der Meteor hat... Oh.
Aus irgendeinem Grund habe ich nicht damit gerechnet, dass der Meteor halt Schaden machen kann. Uff. Ach, Mann. Das darf nicht wahr sein. What the? Nee, ne? Ja! Oh! Boah, gerade noch so geschafft. Nein, ich hätte Unverwundbarkeit noch aus. Ach Mann. Wozu habe ich denn Unverwundbarkeit, wenn ich sie nicht nutze? Oh, aus irgendeinem Grund vergesse ich das dann immer in dem wichtigsten Moment. Ich habe noch Kreis gedrückt. Ach. Ah, nein. Ah, okay. Schwein gehabt. Nice. Okay. Was? 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 Ich kann's gerade nicht fassen. Ich kann's gerade echt nicht fassen. What? Oh. Leute, das darf nicht wahr sein. Wow, ernsthaft? Ich habe noch die dreckige Kurve von der Welle gekriegt. Suppi. Ha 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 ha!
An sich mit der Rauchbombe brauche ich die große Welle ja nicht auf diese eine Art und Weise durch das Parieren des Sterns zu machen. Mit der Rauchbombe komme ich da auch so vorbei. Yikes! Das wäre noch knapp geworden mit dem einen Dingen da. Ich dachte ehrlich gesagt bislang, die Rosen wären überhaupt, dass die keine Kollision hätten. Doch haben sie. Die Drecksrosen. Entweder hatten sie auf normal gar keine Kollision oder hier auf Experte, oder die hatten schon immer Kollision und mir ist es nie aufgefallen. Egal. Ja, wir haben sie auf Experte geschafft. Ich weiß, ich freue mich jetzt ein bisschen verspätet, aber ich musste diesen Gedanken noch zu Ende bringen. Wow, wir haben noch nicht mehr einmal unser Supermeter benutzt bei ihr. Ja, 3 plus, aber egal. Geschafft ist geschafft auf Experte. Da gibt's kein Wenn und Aber. Alles klar. So, Delle. Genau, und als kleiner Bonus werde ich jetzt noch einmal den Bosskampf zeigen, wie er alternativ verläuft, wenn man in der ersten Phase den Ehemann killt. Oh Mann. Küsschen? Ja. Na, egal. So, jetzt bin ich gespannt. Nein! Nein! Ah, doof. Nein! Na super, sie wäre jetzt eh zur nächsten Phase übergegangen. Wow, jetzt kommt da noch ein Feuerball hinterher, lol. Ist nicht wahr. Du miese Socke. Boah, zusammen machen die ja ein richtig krasses Götterpaar. Das ist ja heftig. Ist langsam mal gut? Wie lange dauert das denn noch jetzt? Oh, das darf nicht wahr sein. Ah! Oh Gott! Geschafft! Ah, und jetzt sind da nur Pastor und Nonne, lol. Ist nicht wahr. Ah, nein, die Rose! Okay, die Rosen hatten immer. Ah! Die Rosen hatten immer den verdammten Radius. Die verdammte Hitbox. Ach, verdammte Axt nochmal. Ich hätte sie jetzt nur noch in der Phase klatschen müssen. Ah. Nein! Wow. Yes. Ah. Okay. Jetzt kriege ich sie auf jeden Fall. Yes! Nice! Ha, diesmal habe ich sie mit den geheimen Phasen abgeschlossen. So. Gibt es dafür irgendeine Art Bonus? Ich bin mir unsicher. Die zweite Phase ist dadurch einfacher geworden, die dritte schwerer. Die vierte war gleich. Keine Ahnung, vielleicht gibt es einen Bonus nach dem Spiel oder irgendwo versteckt. Ich weiß es nicht. So oder so, wow. Was eine krasse Alternative. Also ich hätte nicht erwartet, dass sie sogar ernsthaft alternative Pfade für einzelne Bosskämpfe eingeführt haben. Hätte ich echt nicht erwartet. Und dafür noch einmal großes Lob an die Entwickler. Respekt. Respekt, finde ich großartig. Finde ich super.
Alles klar, Leute. Jetzt, wo das erledigt ist... Oh, Mann. Ich sehe ihn. Ich will nicht. Oh, Gott. Naja, es ist besser, das direkt als nächstes hinter mich zu bringen, würde ich behaupten. Es sei denn... Naja. Ich werde mich noch ein bisschen... Ich werde mich noch entscheiden bis zum nächsten Part. Sagen wir es mal so. Ah, gucken wir erstmal auf die Liste. Ja, das sieht gut aus. Doris Diva und Geister Express auf Experte geschafft. So, das Amulett. Das ändern wir jetzt um auf Kaffee. Damit sich die Superanzeige möglichst fix füllt. Das Super können wir theoretisch ändern. Auch wenn es nicht sein muss. Unsere Waffen können wir theoretisch auch ändern. Auch wenn selbst das nicht sein muss. Schauen wir mal. Denn das hier ist ja eh ein Flugboss. Von daher, das Einzige, was wir tatsächlich von unserer Ausrüstungskarte mitnehmen werden, ist hier der Kaffee. Puh. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ich kriege den einigermaßen hin. Ich hoffe, ich habe den bald hinter mir. Denn zugegeben, nachdem ich den Teufel und König Würfel erledigt habe, ist der hier auf jeden Fall mein Angstgegner jetzt gerade. Bei allen anderen Bossen, da denke ich mir so, ja, die könnte ich einen noch einigermaßen hinkriegen. Aber der hier, boah, der ist jetzt das nächste krasse Hindernis auf dem Weg zu der Expertentrophäe. Nun ja, sei es wie es sei, an dieser Stelle beende ich den Part für heute. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan, ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert. Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.